wenn auch nicht viel, aber immerhin. Und jetzt guck mal wieder hier hinten. Hier oben wären noch Früchte. Ach, was macht denn eigentlich unser Schiff? Wo hat man das fahren lassen? Hier, ne? Oh doch, hier ist doch ganz schön was drin. Hier oben gibt es sogar Wasser. Da ist auch noch Wasser, aber gut. Bauen jetzt erstmal hinten weiter. Hier ist noch einmal Früchte, Kautschuk, Bauernhof ist rosa, gibt es hier oben noch einen. Okay, dann nehme ich hier hinten die Fruchtplantage nochmal mit. Millionen haben wir jetzt schon auf dem Konto. Das läuft doch. Und schon fast 15 Jahre gespielt. Subventionsangebot, die haben ja auch schon, ja, wie schon oft gesagt, so richtig was Neues. Kommt dann hier auch nicht mehr bei den Subventionen. Hier hat man jetzt Früchte. Das ist ein cooler Name, das Nord. wo wohnst du ja in das Nord? Halt, umrüsten müssen wir es natürlich noch. Achso, ich mache mir den Urwald hier an. Der Whippet Scenic Cruiser Coach. Brauchen die hier Stadt wächst nicht und hier, aber die brauchen keine Nahrungsmittel zum Wachsen, das ist schon mal eine gute Sache. Da unten ist dann noch Kautschuk. Irgendwo eine Fabrik am Start. Oben gibt es eine. Ach, daneben. Das nutzen wir doch gleich mal aus.
Ah, jetzt habe ich das Depot schon wieder verkehrt rumgebaut. Ja, meine Fresse, was ist denn das heute für ein Unfug hier? Oh, Leute. Kupfererz. Da gibt's. Noch nichts Neues. Was ist denn das? Nichts Neues in der Kupfererz-Waggon-Industrie. Das ist ja fast schon ein Armutszeugnis hier. Nee, so nicht. Der Alien ate my railway song. Dum, dum, dum. Ich kopiere gleich mal den Zug hier hinten. Oh, eine neue Lok. Eine neue Lok. Vulkan Diesel. Und jetzt ist der Moment, wo wir eigentlich mal alles umrüsten müssten auf aktuelle Waggons. Machen wir doch gleich eine Fahrzeugersetzung auf die Lok. So, hier gab es doch irgendwo noch Kautschuk. Ach, hier unten. Hier steht jetzt natürlich wieder genau das Signal. Oh. Oh, was ist denn hier heute los? Was baue ich denn hier für eine Scheiße heute, ey? Das ist doch... Entschuldigung. Oh, es ist doch schon wieder das... Jetzt. Heute ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. So, der Zug fährt ja hoch. Hier wird es ein Stück eingleisig. Na gut, dann müssen wir später gucken, ob das hier... zu einem Verkehrschaos führt oder nicht. Genau, dann führt das einfach mal hier hoch. Da binde ich einfach mal hier an. Hier machen wir dann doch mal einfach platt. Man könnte irgendwie auch diagonal planieren. Ja. Ein sehr nützliches Feature für solche Streckenabschnitte. Oh ne, jetzt ist es auch noch zu... Oh ne, doch, oder? Na gut, dann muss ich hier nochmal komplett...
komplett umbauen und das ins Vorziehen. Boeing 727 haben wir jetzt. Flughafen haben wir noch gar keinen. Wird es mal Zeit, dass wir ihn bauen. So. Das Blöde beim Flughafen ist halt, wenn man mal einen hat, dann bringt er so viel Geld, dass man im Prinzip gar nicht mehr spielen muss. Nichts mehr bauen muss, das ist eigentlich schade. So, wie sieht's mit dem Umrüsten aus? Alle schon umgerüstet? Ne, hier sind noch ein paar alte. Ne, doch, alle jetzt. Ne, hier ist doch. Jetzt ist er umgerüstet. Gut. Kautschuk. Subventionsangebot, das haben wir doch eh schon. Brauche ich doch gar nicht nachgucken. Genau, da unten kam die Bestätigung. Subventionen haben wir schon. Hier hinten ist noch ein Bauernhof. Oh, das wird jetzt schon ein bisschen eine interessante Konstruktion hier. Und mal kurz auf. Ja, wir haben Minus gemacht durch die Umrüstung der Fahrzeuge. Aber ich hoffe mal, dass sich das wieder. Dass wir das Geld wieder reinkriegen, weil ja jetzt alle Züge schneller fahren. Wegen der ganzen. Nee, das passt nicht. Wegen der ganzen Waggonumrüstung müssen wir mal gucken, ob es dann für alle schon Waggons ohne Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Ich glaube, ich sollte das hier doch mal irgendwie nochmal zweigleisig bauen, das Stück. Na gut, für solche kurzen Strecken ist so eine schnelle Lok eigentlich sinnlos, aber jetzt habe ich die halt gebaut. Und jetzt bleibt es auch so. So, das ist jetzt die rechte Spur. Muss ich hier mal umbauen. Kautschukplantage macht dicht, dürfte uns aber eigentlich nicht betreffen, würde ich jetzt mal vermuten. Muss ich halt noch hier die Brücke drüber bauen, dass der auch aufs andere Gleis kommt. Muss ich mal kurz wieder transparent schalten. So. Und den, genau, lassen wir hier reinfädeln und dann kommt mir nämlich hier die Idee, wenn der jetzt wieder auf das rechte Gleis will, dann muss ich das nochmal kurz umbauen. Oh, jetzt habe ich dem dort die Strecke weggerissen.